Und damit herzlich willkommen zum Cooking Simulator, ja. Wir haben jetzt eine Vorbereitungsphase und könnt ihr einfach gucken, was hier so passiert. Wir haben hier verschiedene Sachen, die wir machen können. Bei hier werden gleich diverse Bestellungen reingehen, die ich dann zu erledigen habe. Die erste Bestellung, so, das ist Tomatensuppe. Und hier sehen wir dann, was wir brauchen. Die Hülle, die hier rein. 700 ml habe ich mir gemerkt. Bisschen mehr, bisschen weniger, ist ja nicht so schlimm. Dann schießen wir hier einfach rein. Zack, 12 Gramm Salz. Hier schwarze Pfeffer. Auch 12. Ich war, weiß ich auch noch so. 6 Gramm Cayenne. Ja. Hat oder 20. Fast verkacke. Deshalb eine Zwiebel. Ja. Jetzt brauchen wir 150 ml saure Sahne. Mit dem Eingießen das. Na gut, ich krieg da schon allmählich. Wir müssen sie abgeben. Und wir haben volle Punktzahl. Messer, mit dem Messer geht es besser. Ja, auch die Suppe, die schon seit einer Million Jahren kocht, die war los. Oh, Salz. Wenn man keine Arme hat, kann man auch nichts festhalten. Oh. 3 Sekunden Regel. Guck mal, einen Stern haben wir. Ein Stern. So schön. So. Kann ich die auch so flupp, daneben kippen. Hey. So, voll daneben. Day ist nicht mehr gut. Naja, 2 daneben. Ist ja wirklich ein Traum in der Küche hier. Und ist das da oben eigentlich? Ja. Dazu sage ich nix. Ja. Ich lerne das noch. Die zu schneiden. Kein Problem. Muss ich ja. Oh, was. Das war ich nicht. Schwert sich doch keiner, dass er zu viel kriegt. Ja, leg mich. Schneid du die doch selber. Oh, sogar getroffen. Hey, das war getroffen. Das ist frech. Hitzefehler. Der Ofen, der meldet sich immer zu Wort. So. Nein! Schon verkackt. Oh, ein bisschen viel, aber. Das nenne ich mal erfolgreich. Und damit haben wir unseren zweiten Stern. Den wir jetzt mit dieser Suppe hier wieder wegmachen. Nein, Spaß, was? Ich das noch hin? Ja, schön auf den Müller mal gehauen. Oh, was war denn da jetzt der Fehler? Kartoffel. Kartoffel. Die Kartoffel. Kartoffel. Oh yeah. Schneidebrett für die Kartoffel. Geht ja so nicht. Nee. Boah, wir haben geöffnet. Kein Problem. Heilung, ich liebe gleich bei Heilung. Gut, passt da nicht mehr rein. Nee, geht nicht mehr. Sag mal. Sieht sie mich jetzt, ne, du weißt schon. Also dumm, dass wir die so übereinander hauen hier. Oh, Herz rausgegossen. Scheiße. Dann hau ich das dagegen. Uah.
hau da gleich Scherben mit drauf oder so. Hey, ist der Gast zufrieden? Ich bin zufrieden. Prüfung bestanden und wir haben unseren dritten Stern. Dritte Stern. Guckt euch das an. Ich bin so stolz. Immer mit der Ruhe, Freunde. Moment. Lecker, schmecker, gelandet. Genau auf diesem Teller. So. Ja, auch passen könnte ich, Idiot. Oh, zwei abgezogene Punkte. Das war viel traurig. Kannst auch so kriegen. So. Das war ja wohl Fail. So. Was haben wir denn hier? Garnelen, 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 Garnelen. 30. Olivenöl. Drei. Was ist da passiert? 30. Das war Butterschmalz. Ich gucke doch nicht nach. Was soll das? Ich bin hier der Meisterkoch. Und da entscheide ich, was da jetzt reinkommt. Oder dass man hier was reinlegen kann. Ne? Ohne jetzt so machen zu müssen. Ohne dass er eine kalte Kartoffel kriegt. Also Leute, das war jetzt frech. Gericht fertig. Also ein schöner Tag, du. Schön langer Tag, schön langer Arbeitstag. Viel zu tun. Ja. Da muss noch kommen. Okay. Ja, zu viel Sojasauce. So. Kommt, weil ich das in der Soße. Okay. 10 Salz und 10 mal der Pfeffer. Ja, da lag hier sehr spannend. Steht zwar Soße. Oh. Sehr drüber ergossen. Da sollten wir ja wohl noch drin. Ja, sogar ein bisschen leer und ich klee wieder rum. Hier haben wir schon mal einen. Also, bing, bing. Dann kommt gleich eine neue Bestellung rein. Zack, 4 Sterne. Geil, geil, geil. Schon wieder zu viel. Ja, so kann man auch Kartoffeln loswerden. Kartoffeln. Da ist nur noch eine drin. Passt nicht rein. Servier. Habe ich schon mal gemacht, aber da liegt eine mehrmals Triple 20, also ungelogen. Und die hat er dann gar nicht gezählt. Und deshalb spielen wir das jetzt nicht mehr. Ich habe das Rinderfilet drauf gemacht.
Bin ich ein Idiot. So, wo ist hier der Punkt? Da ist der Punkt. Ja, und trotzdem geht alles irgendwie daneben. Was zum... Ja, genau so. Nein, die tun. Guck mal, da hänge ich die doch lieber dahin. Wunderschön. So, der hängt da natürlich. Ja, dazu sagen wir jetzt nichts. Das ist ja wieder. Ich habe ja auch keinen professionellen Pommelschneider. Echt haben wir den zu Hause. Aber hier nicht. So, Forelle. Du wirst eigentlich nur noch in die Pfanne klatschen müssen und zackeli zack. Dann ist das Ding fertig. Gehen. Ich habe eben zur anderen Seite fallen können. Ja. Das passt schon. Oh, ist weg. Dann machen wir es auch nicht mehr. Oh ja. Mein armer Gast. Sich so auf sein lecker Essen gefreut. Jetzt kriegt er hier so ein angebranntes Steak und angebrannte Pommes. Freut er sich doch gar nicht mehr. Obwohl das Steak sieht gar nicht durch aus, aber das. Du machst uns alle so stolz. So, hier erstmal stolz das Weggießen. Ja, ich kann mich nicht ducken, dann macht er immer so Blödsinn. Wenn also überhaupt noch jemand guckt, weiß ich auch nicht. Aber ich rede ja immer gerne mit mir selber. Weil wir sind immer einer Meinung. Boah, ich bereite mich schon kräftig vor, keine Sorge. Jetzt habe ich da kein Salz dran gemacht. Scheiße. Pfanne. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Du gehörst nicht dazu. Guten Teller. Hey, habt ihr den Trick gesehen? Peter, den packen wir da drauf. So. Schneidetechnik, scheiße. Angebrannte Scheiße, alles Scheiße. Nein! Wir haben unseren fünften Stern. Wir haben es geschafft. Wundervoll. Mach doch erstmal einen Screenshot. Hier. Wir haben es geschafft. Auszeichnung. Ist so schön alles. Ja. Ja, wir haben das Spiel quasi durch. Ich spiele natürlich trotzdem weiter. Aber das Spiel ist durch.